So Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man ZX. Wir haben unser Modell erhalten, wie man hier sieht. Also hier, ja, und jetzt haben wir das Rettern besiegt und sind hier hingekommen. Und jetzt haben wir auch eine Mission angenommen, dass wir Giro finden müssen, den wir im letzten Part verloren haben. Und ich habe mir überlegt, ich habe euch noch gar nicht das Menü gezeigt. Genau, hier haben wir das Biometall. Wie gesagt, es gibt hier mehrere. Ich kann mich auch wieder in den Menschen umwandeln. Kann ich da auch mal zeigen. Da haben wir noch eine Hauptwaffe. Das ist ja der Buster, mit dem wir schießen können. Aber es gibt auch manchmal eine Zweitwaffe. Das werden wir auch noch sehen. Dann hier Objekt A, Objekt B, Objekt C. Okay, automatisch verwendbare Objekte. Ausrüstungsobjekte und verwendbare. Das sind sowas wie Tränke, die gibt es da auch. Das hier sind so Sachen, die einen verstärken. Ich kann an- und ausschalten. Ich glaube, das sind ja so Quest-Items oder welche, die man für die Story braucht. Hier kann man noch die Steuerung ändern. Und hier haben wir noch eine Karte. Schon sehr praktisch. Obwohl, war da noch was? Oh ne, die Karte war das letzte. Genau, ich kann sie auch mal wieder umwandeln in den Menschen. Ja, als Mensch bringt das jetzt eigentlich kaum was. Das ist nur später für die Stadt mal wichtig, dass wir da als normaler Mensch rumlaufen. Also ohne Biometall. Was ein Vorteil ist, wir können krabbeln. Das kann kein Modell machen. Das brauchen wir auch manchmal. Okay. Damit kommen wir ins nächste Gebiet. Weil ich sagen muss, ich mag die Musik sehr von Gebiet A. Ach verdammt. Ich wollte schon gerade wie ein Castlevania so eine Grätsche machen. Ach nee. Die habe ich auch in der... Unser Minecraft-Let's Play hat jetzt auch mal in der Playlist gehabt, das Lied. Weil den Soundtrack ist ja kein Lied. So, warum habe ich den jetzt überhaupt gekillt? Genau, Gebiet B, die sind angelangt. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Mit diesem Part folge, müsste ich meinen Boss finden. Vent, bitte melden. Es geht um die Mavericks, die uns angegriffen haben. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht findest du in den Trümmern einen Hinweis darauf, wodurch die Maverick-Angriffe ausgelöst wurden. Versuche einen Hinweis zu finden. Okay, jetzt habe ich also noch eine Zusatzmission gekriegt. Einmal Giro finden. Dann, ja, Mavericks aufhalten ist ja klar. Und jetzt auch noch einen Hinweis suchen. Ein Hinweis, ein Hinweis. Na, okay. Wer kennt das noch von früher? Oh, das sieht doch wie ein Hinweis aus. Computership. Ist das ein Computerschiff? Einer der Mavericks muss ihn verloren haben. Bring ihn zurück zum Hauptquartier, wir analysieren ihn. Vielleicht liefert er uns den Anhaltspunkt, den wir brauchen. Wenn du noch etwas findest, bring es uns mit. Okay. Also, soweit ich weiß, sind diese Chips, die sind jetzt für die Story nicht wichtig. Also man braucht sie auch gar nicht finden eigentlich. Ich glaube, es ist einfach, je mehr man findet, desto größere Belohnungen hat man. Also, das war eine Vollheilung. Das hat uns jetzt echt komplett aufgeladen. Ja, aber das spielt eigentlich nur später eine Rolle, wenn wir auch mehr KP haben. Wo, was gibt's denn hier überhaupt? Das sind jetzt da KP. Ah, okay, gibt's keine Anzeige dazu. Das heißt, dann ist es einfach KP. Ne, das auch nicht. Oh, den hatte ich jetzt fast vergessen. Ah, die explodieren auch noch eine Zeit. Das sind so richtige Creeper. Ah, das ist noch ein Schiff. Ja, wie soll ich da dran? Ach, natürlich, ich hab doch den Sprint. Ich bin schon dumm. So. Ich hab diesen Sprint ganz vergessen, dass man den auch noch hat. Ich wäre schon viel schneller hier unterwegs. Ja, aber da geht's noch nicht weiter. Oh. Okay. Ne, hier können wir noch nicht rein. Bleib stehen, du. So. Oh. Der war gemein platziert. Den habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, diese Zwischenräume, die kennt man auch aus Mega Man. Also aus anderen Spielen. Ja. Okay.
kriegt man. Ah, noch ein Schiff, okay. Ich weiß auch nicht, wie viele es gab. Ich glaube 4 oder 5. Jetzt haben wir, glaube ich, 3. Oh. Hier, genau, da ist noch ein Datenträger. Okay, ich speichere erstmal. Denn wenn wir jetzt sterben sollten, dann kommen wir wieder zum letzten Speicherpunkt. Oder zum Anfang der Mission. Deswegen, so ist dann bequemer, wenn man dann schon direkt in der Mitte der Mission ist und dann gespeichert hat. Ah, okay, das ist noch einer. Ich glaube, einer war noch irgendwo. Ich bin mir nicht sicher. Und so. Oder waren es doch nur 4 Datenschips? Ne, waren doch nur 4. Oh, da kommt ein Schwulenflugzeug. Ich frage mich, welche Schwuchtel dieses Flugzeug steuert. Also nein, das ist kein Vorurteil, das ist einfach nur. Ja, man sagt ja immer, Pink ist ja so eine. Sagt man ja so, ist Pink ist eine Mädchenfarbe und Jungs, die Pink mögen, werden schwul. Ist ja nur so eine Redensart. Machen wir jetzt nicht darüber lustig, keine Angst. Es gibt ja wirklich welche, die mögen vielleicht Pink, aber sind nicht schwul. Ist ja auch nur eine normale Farbe. Ja, manchmal kann man halt von sowas halt ausgehen. Ja. Und man sieht auch schon, ich kann ihn nicht normal treffen, weil meine Strahl geht nicht so weit oben. Ich muss diese Dinger, die da mal runterfeuert, muss ich immer das rote Teil treffen, damit das Teil explodiert. Und ja, da müssen wir schnell angreifen, damit das auch sofort trifft. Weil ich muss nämlich diese Luke da unten treffen, damit der auch überhaupt Schaden kriegt. Also in den Flügeln oder am Getriebe macht das keinen Schaden. Und da bist du auch schon tot. Und trotzdem fliegt er noch weiter. Und jetzt fliegt er nicht mehr. Aber wer ist das? Ist das die Macht des Biometalls? Anscheinend bist du auch mit dem Biometall in Kontakt gekommen. Zero! Boss! Als die Mavericks mich in die Enge getrieben hatten, so, leuchtete plötzlich das Biometall auf. Im nächsten Moment konnte ich sie zurückschlagen. Ich wusste, dass wir etwas sehr Wichtiges transportierten. Aber ich wusste nichts von der Macht, die in dem Paket steckte. Hä? Du weißt also von dem Biometall? Naja, ich habe es erfahren, als wir den Auftrag erhielten. Sie haben mir befohlen. Ich habe irgendwie ein Haar gelesen. Ja, sie haben mir befohlen, darüber zu schweigen. Es wäre viel zu riskant gewesen, wenn jemand erfahren hätte, was in dem Paket ist. Aber trotzdem wussten es alle. Ach so, ich verstehe. Zumindest wissen wir jetzt, dass die beiden Fragmente sicher sind. Ich begebe mich jetzt über den Transfer zum Hauptquartier. Ich warte dort. Lass dir nicht zu viel Zeit. Du hast Zero also gefunden. So ein Glück, Zero. Was für eine Erleichterung. Oh, und vergiss nicht, zum Transfer im Hinterzimmer zu gehen und den Missionsbericht anzuwählen. Dann bestätige den Hauptquartier, dass die Mission erledigt ist. Okay. Genau, dieses G zeigt an, wir haben eine Mission erfüllt. So, ich gehe jetzt mal noch hier rein, weil wir dann auch wieder zu einem Transfer gelangen und noch ein neues Gebiet kennenlernen. Genau, Gebiet D. Das ist hier, ja, so eine Art Fahrstraße, glaube ich. Auch mit ganz vielen neuen Gegnern. Hier sind auch viele nervige Gegner dabei, vor allem. Die können nerven. Die sind jetzt nicht so schlimm, finde ich. Na gut, die nervigen kamen erst weiterhin. Und hier haben wir auch schon unseren Transfer. Genau, 250 E-Kristalle. Das ist doch mal was. Aber wir müssen ja auch den Test bestehen. Was? Ich muss jetzt einen Test bestellen? Aber ich habe doch noch gar nicht studiert. Achso, ich hätte auch die Mission durchlesen können. Hätte ich auch mal. Ach. Ach komm. Das ist einfach nur, da steht.
Man soll in die Stadt gehen, die Wächter, da sind 4 Wächter versteckt, man soll die alle suchen. Und dann bekommt man den Schlüssel zum, ja, um ins Hauptquartier zu kommen. Oh, damit sind wir in der City. Warte, anscheinend patrouilliert die Wachmannschaft von Slither Inc. Slither Inc. in diesem Gebiet. Patrouillen? Das haben sie sonst nie gemacht. Slither Inc. muss von den Angriff der Mavericks gehört haben. Ach ja, genau, was ich nur sagen wollte. Ich mache ja jeden Part mal eine Mission. Jetzt bei sowas mache ich natürlich dann noch das zusätzlich, sonst wäre es jetzt echt nur ein 9-Minuten-Part gewesen. Das ist jetzt echt nur diese eine Mission, sonst. Denn jetzt von bald Missionen, die sind schon um einiges länger. Und wenn noch Fails dazu kommen, kann das schon sehr lang werden. Vielleicht schaffe ich dann manchmal sogar gar keine Mission in der einen Part, also eine zu beenden. Achso, Slither Inc. muss dann den Angriffen der Mavericks gehört haben. Wenn du dich nicht zurückverwandelst, meinen sie, dass du mit den Mavericks im Bunde stehst und greifen dich sofort an. Außerdem werden die Bewohner der Stadt dir ausweichen, wenn du so aussiehst. Es ist jedenfalls sehr gefährlich, sich in verwandelten Zustand in der Stadt blicken zu lassen. Sei vorsichtig. Genau, das kann ich gleich auch mal demonstrieren. Jetzt da, genau, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit der jetzt rede, die, Hä? Wer bist du? Kenneth wird in Gegenwart von Fremden nervös. Also bleib, wo du bist. Jetzt soll ich als Mensch schon die... Wenn du die Straße rechts hinunter gehst, stößt du auf eine Tür, die zu einem Transferwaffe führt. Die andere Tür in einen Raum führt auf die Schnellstraße. Genau, Schnellstraße. Das war das, wo wir ja gerade herkommen. Jetzt gehört zwar noch so Inner Peace, aber seit kurzem tauchen dort auch immer Mavericks auf. Darum erlaubt mir meine Mutter nicht, dorthin zu gehen. Die Gebäude im Gebiet G erreichst du über die Schnellstraße. Aber ich wusste nicht, dass sie so viel labert. Du bist doch ein NPC. Du kannst doch nicht so extrem viel labern. Ich muss dorthin, um Futter für meine Haustiere zu kaufen. Okay, aber ich mach's lieber hier mit Modell X, weil es einfach wesentlich schneller ist. Ja, dummerweise muss ich jetzt nochmal ganz am Anfang zurück. Das war doch nicht so schlau, bei an Gebiet D vorbeizugehen. So, aber Alter, war hoch. Gab's hier nichts? Nö, hier gab's ja gar nichts. Ich dachte, da wären noch zumindest E-Kristalle gewesen. Ja, aber genau. Vandale. Nein, kein Amoklauf. Das war gerade nur ein Scherz. Ich hoffe, ihr versteht doch meinen Humor, oder? Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt niemals hier mit Absicht irgendwelche bösen Anspielungen machen oder irgendjemanden verletzen wollen. Das ist warum auch immer. Warum sollte man sowas wollen? Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich jetzt irgendwie cool fühlt, wenn ich einen fertig mache. Du willst heute den Test absolvieren, um Zugang zum Hauptquartier zu erlangen? In der Stadt verstecken sich 4 Wächter. Wenn du sie alle findest, hast du den Test bestanden. Auf geht's, viel Glück. Genau, mit den... Das ist jetzt ein Wächter. Genau, ich glaube, mit der kann ich auch nochmal reden. Oh, war ja klar, dass du mich hier findest. Meine Kameraden wirst du aber nicht so leicht finden. Die haben sich besser versteckt. Du kannst Steuerkreuz diagonal nach unten, um geduckt zu gehen. Sieh dich überall um, du kannst einiges finden. Ich gehe jetzt zum Hauptquartier zurück. Viel Glück noch. So, danke. Genau, bei den Wächtern müssen wir uns zum Glück nicht, fast nicht immer zurückverwandeln. Genau, und da ist jetzt der Hinweis mit dem Ducken. Genau, und da ist nämlich auch einer. Oh, du hast mich gefunden. Achte auf die Patrouillen der Wachmannschaft. Solange sie dir grünes Licht geben, bist du vor Angriffen sicher. Erwischen sie sich aber mit einer Waffe, so öffnen sie ohne Zögern das Feuer. Ich kehre zum Hauptquartier zurück. Viel Glück noch. Okay. Ja. Und dann geht's damit auch zum nächsten. Ja, weil es ist schön schneller. Mit Modell X. X meine ich. Ich
Ich meine, hier war nichts, oder? Ne. Und so. Mit C1 nicht, das ist alles hier im Bereich. Oh, genau, das wollte ich mal zeigen. Der teleportiert sich auf einmal weg. Und die haben mich angegriffen. Das liegt nämlich einfach. Der Wächter flieht. Zurückverwandeln. Genau. Das liegt ganz einfach daran, weil der Schiss hat. Der Schiss war Modell X. Oh, du hast mich gefunden. Ich wollte nicht der Wachmannschaft in die Arme laufen. Darum habe ich mich hier versteckt. Ich dachte, sie würden mich finden. Ich kehre zum Hauptquartier zurück. Ja, das ist echt so einer, der so ein bisschen Angst vor allem hat. Wir treffen auch nachher im Hauptquartier nochmal. Da kann man auch nochmal mit jedem Mitglied labern. Und so, durchquetschen. Also eigentlich, was ist das eigentlich für eine Stadt, dass man sich hier durchquetschen muss, um in den nächsten Stadtteil zu kommen? Was soll das? Also ich begreife es irgendwie nicht. Und, ja, wohl wird wohl der Letzte sein. So. Die ganzen Hunde, die ganzen Tiere, die auch einfach so rumsitzen. Aber noch hier drüber. Der nächste. Ganz einfach hier. Da steht er auch schon. Da muss ich wohl her teleportiert haben, anders weiß ich nicht, wie der da drunter gekommen ist. Boah, nicht schlecht, du hast mich gefunden, Junge. Solche Leute wie dich könnten wir auch bei den Wächtern gebrauchen. Aber du hast das. Ja, du hast ja als Bote schon genug um die Ohren. Ich hau ab, bis dann, Junge. Du hast sie alle gefunden. Begib dich ins Gebiet C2 und hole dir deine Urkunde ab. Damit ist der Test abgeschlossen. Genau, die Urkunde. Der Schlüssel, um ins Hauptquartier zu kommen. Und leider auch schon. Du hast den Test bestanden. Hier, das ist für dich. Plüschtier. Ein Plüschtier? Das ist meine Urkunde? Du solltest gut darauf aufpassen. Es gehört zu Paris Lieblingsding. Ein Plüschtier. Okay. Deinen Test hast du jedenfalls bestanden. Im Zimmer hinter mir ist ein Transserver. Denke daran, deinen Missionsbericht zu archivieren. Genau, da blinkt es auch schon. Mission abgeschlossen. Er hat zwar auch ein EK gut geschrieben. Mission erledigt. Gut gemacht. Du darfst dich zum Hauptquartier begeben. Benutze den Transserver. Aber erstmal speichern. Ah, das Nervige ist jetzt. Ich muss jetzt einen Transserver finden. Ja, da gehe ich einfach wieder bei der Idee. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da wieder durch die Stadt zu quälen. Hab ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und hier ist auch mehr Action. Weil das ist gerade mal ein roter Transserver. Da kann man nur speichern und Missionsbericht abgeben, aber der hat keinen Transport mit drin. Deswegen müssen wir nochmal zu einem gelben Transserver gehen. Genau, und hier ist das pinke Flugzeug, das abgestürzt ist. Finde ich auch gut, das Spiel ist sehr detailreich, mag ich. Mensch. Reicht einfach nicht bis nach oben. So. Genau, nochmal hier speichern. Aber speichern leckt das mal ein bisschen, aber da kann es ruhig lecken, wie es will. Genau, wir können es nochmal im Wald zurück, aber auch in Gebiet X. Und das ist das Hauptquartier der Wächter. Und wir werden auch schon empfangen von allen. Ist das das? Das ist das Hauptquartier der Wächter?
Genau, und guck mal, wo wir sind. Auch in einem pinken Flugschiff. Ah, das Flugschiff ist, das finde ich cool, aber da habe ich, da ist mir das scheißegal. Ich hätte nicht gerade ein Luftschiff erwartet. Die Wächter müssen die ganze Welt erkunden. Also müssen wir uns problemlos fortbewegen können. Ja, das macht Sinn. Ich bin froh, dass es euch beiden gut geht. Ach, nein! Ja, jetzt was mit den. Genau, dann meinte ich mir, Prairie, habe ich die Computerchips hier bitte. Verdammt. Ja, Computerchip überreicht. Was die Urkunde angeht, ich habe den für den. Ja, die ich für den Test habe. Das ist das hier, oder? Türsteher überreicht. Ja! Sie, das hat Sis mir mal geschenkt. Es bedeutet mir sehr viel. Danke, dass du es zurückgebracht hast. Ben, du kannst sie nicht einfach mit ihrem Vornamen anreden. Kapiert? Zisse, Kinder. Kinder. Oh, Kinder, ey. Nein, war ein Scherz. Aber das macht doch nichts, Giro. Verzeiht mir, dass ich euch in einer solch großen Gefahr ausgesetzt habe. Wir treffen uns in der Kommandozentrale. Dort werde ich euch alles erklären. Ihr findet sie, wenn ihr diesen Raum verlasst und nach links geht. Okay, ja, ich speichere nochmal. Einfach immer speichern, wenn es geht. Okay. Dann im nächsten Part werden wir dann ein bisschen das Schiff erkunden, das Hauptquartier. Und ja, in die Kommandozentrale gehen und dann fängt auch schon bald so die Geschichte so richtig an. Ah, den guten alten Wandsprung. Okay. Also dann sage ich mal wieder bis zum nächsten Part und ciao.